the mic. Yo, ist Mr. Mike. Heute mal wieder Körbe werfen mit Mr. Mike an einem wunderschönen Basketballplatz hier. Der nennt sich der Hotzenplotz. Platz, kann man so sagen, weil die Schule hier wurde dem Erfinder, dem Schriftsteller, gewidmet, der den Hotzenplotz erfunden hat. Kennt ihr die Geschichte? Kindergeschichte, gibt es auch einen Film dazu, glaube ich, oder? Sollte man, glaube ich, kennen. Ist deutsches Kulturgut, oder? Kann man das so nennen? Ich glaube, ja. Mirko kommt auch noch und wir nutzen das schöne Wetter, hier ein paar Körbe zu werfen. Das ist schon echt eine schicke Anlage. Ich war ja schon öfter hier. Wer meine Videos verfolgt, der wird das wissen. 4 Körbe. Kannst du ordentlich zocken. Hier sind auch immer oft Jugendliche am Start. Also hier ist schon was. Der wird schon genutzt, der Platz, was sehr cool ist. Und ja, bei dem Wetter wundert mich eigentlich auch, dass gar keiner da ist. Vielleicht kommt aber noch jemand. Jetzt erstmal Hauptsache Mirko kommt. Bisschen quatschen, das Leben genießen, vielleicht ein paar Videos drehen. Gucken wir mal. Nur mal hier einen kleinen Rundgang. Diese Stille hier. Das ist schon nice. Ne? Das ist so das Landleben, Alter. Wäre natürlich cool, wenn noch jemand zum Zocken da wäre, aber fit bin ich natürlich auch nicht. Ich könnte heute gar nicht zocken. Alter, gesundheitlich wieder anderes Thema. Egal, ich stelle die Cam auf und mal schauen, was hier die Würfe so machen. So, ich möchte mich bei einem letzten Video nochmal korrigieren. Da habe ich anscheinend erst was Wichtiges vergessen zu sagen. Und zwar die wichtigste Sache beim Basketball, ne? Das Wichtigste, habe ich natürlich gesagt, das Treffen. Aber natürlich, bevor es dahin geht, natürlich Spaß und Freude. Aber da bin ich natürlich mit meinem Kopf schon so weit, dass ich mir sage, hey, das ist bei mir selbstverständlich. Das ist bei mir, Basketball ist mein Leben, verstehst du? Das ist die Leidenschaft schlechthin. Das ist mehr als nur Hobby. Es ist mehr als nur Nebenverdienst. Es ist einfach, das ist Leben. Basketball ist für mich einfach Leben. Das muss ich so gesehen gar nicht erwähnen, ne? Dass man natürlich treffen muss beim Basketballspielen, muss ich auch nicht erwähnen. Ich mache so viele Videos, wo ich mir denke, muss ich das erwähnen? Ne? Wie bündet man sich die Schnürsenkel richtig oder was weiß ich? Ne? Wie geht man aufs Klo? Wie putzt man sich den Arsch ab? Was weiß ich? Ne? Man kann im Internet alles erklären und irgendjemand findet es toll, dass man das mal erklärt bekommt. Ne? Daher, hey, okay, ja, so viel dazu. Ich werfe ein paar Körbe. Was ich nicht mag, überhaupt, allgemein, diese kleinen Backboards. Ne? Das ist für mich Korbleger Seite. Kennt ihr das? Wer kennt das? Kommentar da lassen, kommst von der Seite, Korbleger. Triffst natürlich genau die Kante vom Backboard, weil du es normal gewohnt bist, dass das Backboard weiter ist und du sozusagen genau den Winkel triffst. Das ist, ey, hier, ne? So, hier ist es hier. Ja, okay, das war nicht. Du warst jetzt nicht gemeint. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst, was ich meine. Für was Korbleger, für was in die Zone zieht, wenn man so trifft wie ich. Ja? Braucht man nicht. Oh. Oh, es ist so warm, die lange Hose ist fast ein bisschen zu krass. Schöner Wurf, schöner Touch, alles. Fühlt sich zumindest gut an. Interessanter Korb, ein paar schenkt er dir, wie den jetzt zum Beispiel, und manche wieder gar nicht da raus, siehst du? Sehr interessant.
juckt aber auch an der Hose, ich muss schnell die Hose ausziehen. Sommer, ah, geil. Es ist so schön warm. Ich glaube, es hat über 20 Grad. 22 Grad könnte hinkommen. Die Short übrigens auch so nice. Ja. www.mrmikeshop.com auschecken. Die Short ist echt nice. Keine Taschen, aber ey, ist so locker. Mit der kann man nur treffen. Mit der kann man nur treffen. Ein Tick zu weit und bam. Die Trefferquote ist nicht so schlecht. Schau das an. Ah, jetzt kommt er, der Mirko. Oi. Noch mal ein bisschen auf meine Wurfform, Trefferquote einzugehen. Hey, ich werfe so wenig, ich spiele so wenig. Dafür, dass ich so wenig spiele, vor allem jetzt in den letzten Monaten, ist mein Wurf echt. Ohne Witz. Also Wahnsinn. Wahnsinn, es ist ab und zu. Glaubt mir wahrscheinlich fast keiner. Es ist für mich selber so ein cooles, schönes Gefühl, dass ich mir denke, ja, Alter, Basketball ist mein Ding, verstehst du? Einfach. Krass, nicht schlecht. Ben Simmons würde von so einer Trefferquote träumen. Ben Simmons würde mir Millionen dafür zahlen, so eine Trefferquote zu haben, glaubst du? Mit Sicherheit. Ben Simmons, ich kann. Wahnsinn, ich treffe hier alles. Alles. Jeden Wurf. Kopf ist auf. Hast gehört, oder? Der Wurf, der Korb ist auch niedriger. Trifft natürlich jeder. Das ist halt cool. Treff hier alles. Ja, siehst du. Das ist auch gut gesetzt. Aber auch in der Halle ist es zurzeit egal. Es ist zurzeit egal. Grüß dich. Grüß dich. Alles gut? Ja, schon. Muss. Sticker hängt immer noch. Stimmt, der Sticker. Ja. Ah, kaum ist der Mirko da, seine Präsenz. Moment! Aufregung. Ja, das ist schon die Defense. Verteidigung, richtig. Moment! Ach komm, den kann er mir doch schenken, oder? Okay, ist natürlich auch der Ball. Aber so, dass ich so viel wenig spiele zurzeit, kann ich mich nicht beschweren. So, jetzt ist vorbei. Ne? Nein, ist nicht vorbei. Stimmt's nicht. Oh, der war so gut. Der war so sauber. Was, ein bisschen hat er. Das ist noch ein Champions-Trikot, nice. Classic. Ja, Mann. Habe ich auch bestimmt schon fast. Ja. Ewig, 20 Jahre. Fast. Locker, ich habe auch Jason Williams, Damon Stoudemire. Und noch vor den 90er. Und ich habe jetzt bei eBay ein Jersey gesehen, unterschrieben von Jason Williams. Für 150 Euro. Das muss ich mir fast holen. Für 150 Euro. Ich glaube, das gönne ich mir jetzt zum Geburtstag nächste Woche. Ist das jetzt gerade Körperwerfen mit Mr. Mike? Ja, und Mirko.
Ah, links weg. Schade. So, der letzte. So. Da passt der. Kleiner noch. Okay, jetzt muss noch einer rein, weil sonst kann man nicht aufhören. Da ist noch einer, was so schön macht. Mit Verteidigung. Oh. Nice. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Feedback geben, eure Meinung, geht's raus, genießt noch das schöne Wetter, falls schönes Wetter ist. Peace. Yo, Mr. Mike. 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 Yo, Mr. Mike.